Die Situation am Rindermarkt spitzt sich zu. Manche fragen, warum das erlaubt ist. Die Stadt und der Freistaat Bayern stellen übereinstimmend fest, dass das eine legale Form des Demonstrierens, der Kundgebung ist. Das hat zunächst die Polizei anerkannt. Jetzt ist die Zuständigkeit auf das Kreisverwaltungsreferat übergegangen, das ebenfalls diese Auffassung teilt. Es ist also ein legaler, aber trotzdem extrem gefährlicher Vorgang, denn der Hungerstreik hat bereits zu schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen, zu medizinischen Akutnotfällen geführt. In diesen Fällen ist noch geduldet worden, dass Ärzte einschreiten und Patienten ins Krankenhaus gebracht werden. Das Kreisverwaltungsreferat hat heute Nacht angeordnet, dass der Zugang durch Ärzte, aber auch durch das Jugendamt, um fürs Kindeswohl zu sorgen, sichergestellt sein muss und dass sich die Niederlassung nicht durch feste Gegenstände zementieren darf. Also es kann nicht Mobiliar nachgezogen werden, um sich hier dauerhaft einzurichten. Es muss beim bloßen Schutz gegen Kälte und Regengüsse bleiben. Die bisherigen Gespräche waren ausgesprochen schwierig. Die Gruppe verteilt zwar Flugblätter mit diskussionswürdigen Forderungen zu Asylrecht oder Unterbringungspraxis, aber bei den direkten persönlichen Kontakten, etwa mit dem Regierungspräsidenten und mir, ist klipp und klar gesagt worden, eine Beendigung des Hungerstreiks sei nur möglich und nur zu erwarten, wenn sämtliche Teilnehmer das sogenannte große Asylrecht nach Artikel 16a des Grundgesetzes erhalten. Wir haben darauf hingewiesen, dass weder die Verfassung noch das Gesetz von uns beeinflusst werden können, noch Entscheidungen, die Gerichte zu fällen haben. Das wurde nicht als Argument anerkannt. Es hieß, die deutschen Stellen hätten die Verantwortung zu tragen, wenn es zu Todesfällen kommt, weil die Bedingungen nicht erfüllt werden. Das ist eine dramatische Zuspitzung. Es werden objektiv nicht erfüllbare Forderungen gestellt und für die gesundheitlichen Folgen bis zum allerschlimmsten Fall soll die deutsche Politik verantwortlich gemacht werden. Ich halte das für die Zeit, um an alle Beteiligten zu appellieren, aber auch an alle Menschen, die mit ihnen kommunizieren und Meinungen austauschen. Der Hungerstreik muss beendet werden. Den angestrebten Erfolg kann es gar nicht geben. Über eine humanere Flüchtlingspolitik und eine bessere Unterbringung der Asylbewerber und andere diskussionswürdige Forderungen diskutieren wir ohnehin. Aber es kann nicht sein, dass Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden, um unerfüllbare Ziele zu propagieren. Das ist jetzt das Gebot der Stunde, denn die gesundheitliche Verfassung einiger Teilnehmer ist bereits in höchstem Maße besorgniserregend. Herr Ulrich, viele sagen, das ist Erpressung. Was sagen Sie dazu? Also zunächst einmal muss man bei den Teilnehmern des Hungerstreiks sehen, sie setzen die eigene Gesundheit aufs Spiel. Sie nehmen Entbehrungen auf sich, sie handeln aus tiefer Verzweiflung, weil sie entsetzliche Erlebnisse in den Herkunftsländern hatten und da nicht zurückgestoßen werden wollen. Außerdem traumatische Erlebnisse auf der Flucht, dass jemand in dieser Verzweiflung nicht mehr weiter weiß, das kann man verstehen. Eine andere Beurteilung finde ich bei dem wohl entscheidenden Mann, der am Hungerstreik nicht teilnimmt,
selber keiner Gefahr ausgesetzt ist, aber Forderungen stellt, die objektiv nicht erfüllbar sind. Er nimmt den Tod anderer Menschen in Kauf, um politische Ziele durchzusetzen. Ich denke, die Appelle von allen, die eine menschlichere Asylpolitik wollen, müssen sich jetzt an die Sprecherrolle der Gruppe richten, keine Todesfälle zulassen oder gar selber herbeiführen. Inwieweit kann man also von Instrumentalisierung sprechen? Ich kenne die Verhältnisse, die Meinungsbildungsprozesse in der Gruppe nicht, aber ich bin grundsätzlich aus politischer Erfahrung misstrauisch, wenn es nur einen Sprecher gibt, der angeblich auf alle Fragen dieser Welt die Antworten für eine Gruppe geben kann und direkte Anhörung der Gruppenmitglieder unterbindet. Das spricht für eine sehr straffe Führungsrolle. Wo ist denn von der Stadt von Ihnen aus die Grenze dann erreicht? Wie weit muss es kommen, dass Sie dann tätig werden, eventuell auch das Land? Also ich denke nicht daran, alle denkbaren Szenarien zu schildern. Ich kann Ihnen die Reihenfolge der Überlegungen sagen. Zunächst einmal dulden wir, genauso wie vorher der Freistaat Bayern, das legale Demonstrationsgeschehen. Dann bestehen wir selbstverständlich darauf, dass das menschliche Leben nicht in Gefahr gerät und dass das Kindeswohl bewahrt wird. Deshalb hat das Kreisverwaltungsreferat die Verfügung erlassen, dass diese beiden Ziele von niemandem beschädigt oder vereitelt werden dürfen. Und jetzt gilt es, die weitere Praxis genau zu beobachten. Wir sind vor Ort. Ich habe einen Krisenstab eingerichtet mit staatlichen und städtischen Stellen, mit Rettungsdiensten und ärztlichen Vereinigungen, damit wir in jedem Augenblick voll reaktionsfähig sind. Die Zielsetzung und die Werteordnung ist klar. Das menschliche Leben steht an oberster Stelle und dafür werden wir mit humanitärer Hilfe eintreten, die notfalls auch durchgesetzt wird, wenn es dagegen Widerstand geben sollte. Ja gut, das ist jetzt, ich habe 20 Minuten gehört, das ist, dass die erste Woche sich schon mit der Medizin treffen lassen. Ich möchte, was haben Sie dazu? Der Sprecher hat gerade gesagt, vor ca. 20 Minuten, dass die erste Gruppe sich schon nicht mehr medizinisch helfen lassen möchte. Es ist jetzt nicht dann wirklich dieser Punkt erreicht? Das ist zunächst eine Erklärung, aber der Krisenstab prüft natürlich jeden Augenblick die Situation, wann ein Einschreiten gegeben ist. Die pure Behauptung eines Sprechers ist sicherlich nicht die oberste Richtschnur. Die Ärzte, die hier in München tätig sind, die Behörden, die hier zuständig sind, werden sich schon aus eigener Überzeugung vor Ort vergewissern wollen, ob Menschenleben in Gefahr ist und ob medizinische Hilfe veranlasst ist oder ob zugewartet werden kann, weil die Ärzte im Camp die Situation ausreichend im Griff haben.